Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück. So, wir wollten gucken, ob es hier unten noch Zombies gibt. Ich glaube nicht. Und ich habe mir mal wieder Zeit freigeschaufelt, um nochmal eine Offstream-Folge reinzuballern. Diesmal aber ohne Cam. Da ich nicht sehenswürdig bin. Was mit der Stimme? Die war die ganze Zeit da. Hier unten waren, glaube ich, die Zombies, warum die hier rumgeballert haben. In der letzten Folge. Oh, nice. Munition. So schnell noch looten ist schon relativ spät, dass wir noch zum Händler kommen. Das wäre eigentlich noch nice. Und. Entschuldigung. Dass wir dann vielleicht mal schauen, was wir nochmal für den. Fürs Fahrrad brauchen. Nee, kein Zombie da. So, hatte ich eine Dreier tragen? Hä, ist die Ex. Ist das ein Fehler? Die kann doch nicht exakt gleich sein. Ist ja witzig. Da war kein Unterschied, ne? Naja. Ich habe gerade keine Ahnung, wie lange der Händler auf hat. Ich glaube, der macht gleich zu. Meine, irgendwie was um 21 Uhr noch was oder so. Ich hoffe, ich übersehe jetzt nicht noch irgendeinen krassen Loot, weil wir theoretisch durch sind hier. Irgendwas übersehe ich bestimmt. Und um 22 Uhr muss ich oben sein. Ich will nicht sterben. Und schon gar nicht offstream, ey. Das verrät ich bitte. Schön die Leute im Stream begrüßen und sagen, jo, moin. Guckt euch mal die Folge in 3 Wochen an. Weil, wenn ich jetzt jeden Tag eine Folge rausbringe, ist das, glaube ich, irgendwie fast 3 Wochen. Ich nehme so 30, 40 Minuten. Jawohl, nee, 3 Wochen nicht. So schlimm nicht. So, wir haben alles hier drin, meine ich. Ich muss nur noch darauf achten, dass ich meine Kiste hier vorne nicht vergesse. Die. Aber ich gehe einmal zum Händler. Ja, nee, ich gehe erst zum Händler, weil er gleich zumacht. Mach mal fix die Quest. Ich hoffe ja immer noch auf eine Pistole, glaub aber noch nicht dran. Hi. Ist das denn scheiß Ernst? Zum Glück auf der anderen Seite. Gibt es wieder eine Hundehorde? Ich hole den Loot morgen. Gibt's wieder eine Hundehorde? Das war doch mehr als ein Hund. Ich drehe am Rad. Es war damals immer Tag 5 nur Hundehorde. Ich bin ja mega angespannt jetzt. Das war doch auch nicht nur ein Hund. Dann war ich ja mega lucky, dass ich gerade beim Händler drin war. Das auf freiem Feld gerade. Wir hätten Geburtstag gehabt. Und zwar richtig Geburtstag. Okay. Ich bin gewarnt. Okay. So, wir brauchen auf jeden Fall Räder fürs Fahrrad. Ich glaube, ein Rad haben wir oben. Nehmen jetzt extra nochmal das Auto hier auseinander. Wir mal gucken. Fahrrad.
Zwei Räder, Fahrradfahrwerk, Fahrradmechanische Teile hätten wir. Fahrradlenker. Ja, hol ich mal. Ach, scheiße. Kann ich die Rezepte noch nicht sehen? Ein paar Minuten haben wir noch. Ah, mechanische Teile reicht. Kriegen wir hier noch. Ja, ein Licht. Aber brauchen wir nicht, glaube ich. Ich hätte trotzdem schon mal irgendwie einen Motor mitgenommen. Wäre ich nicht böse drum gewesen. Alter. Habe ich mich verjagt eben? Also ich bin mir sicher, dass das mehr als ein Hund war. Also da bin ich mir sehr sicher. So, da kommt das. Das. Na gut, und das ist die Händlerkiste. Ich wollte jetzt auch nicht mehr verkaufen. Und zwar folgender Grund. Ich bin so schnell wie möglich gerade weg und habe auch nur irgendeine Mod ausgewählt. Weiß gar nicht mal, ob die gut ist. Können wir wahrscheinlich direkt verkaufen. Schrotflinte, die Streuung. Haben es besser als brauchen vielleicht. Geräusche minus 4%. Ich lege gleich nochmal eine neue Kiste an. Das hauen wir mal an. Ich könnte schwören, dass das auf jeden Fall mehr als ein Hund war. Gut, wie viele Nägel haben wir? Wir haben 32. Das heißt, ich kann Kist. Warum heißt es nicht Kisten? Warum heißt es nicht Kiste? Rezepte. Hölzerne Ablage. So, was? Ach so, Schild. Gibt's nicht auch noch kleinere Schilder? Schilde? Schild. Nee, nur die. Die brauchen auch 10 Nägel. Wollt ihr mich verarschen? Alter. Really? Was braucht ein Nagel, ein Eisen? Okay. Das ist okay. 32 Sekunden schaffen die in der Zeit. Okay, Mütze. Die kann auch, glaube ich. Achso, kann man die verkaufen? Ja. Zack, zack. Okay, das Hemd. Ist das gut? Es ist Kälte schlechter, Hitze besser. Verkaufen. Zack. Kisten. Darf man darüber gehen? Ich meine nicht. Das Feuer muss ich nochmal umstellen. Machen da. Moment, wenn ich. Kann ich nicht. Ich habe so einen Stein hier nicht. Warte mal, ich kann mal so einen Stein fix setzen. Ritz. Hier, Gebietsblock. Gedönssache. Dann kann ich die. Kann ich das aufheben. Noch mehr an den Händler? Ich glaube gerade nicht. Gott, was war das denn? Oh, falsche Maustaste gedrückt. Ich habe die Munition noch gar nicht. Das heißt, wir sind komplett aufgeladen. Sehr gut. So, da kommt der Essensbereich hin. Scheiße, sorry. Auch hier dachte ich aus Macht der Gewohnheit, dass ich die Steinaxt auf 1 habe. Wollte reparieren eigentlich mit rechter Maustaste. Beziehungsweise aufwerten. Erfahrungspunkte mitnehmen, die gehen. So, der Stein ist fertig. Zack, zack. Lass uns den hier in den Boden hämmern. So, den können wir jetzt aufheben. Wisst ihr, was ich gerade gedacht habe, dass er mir dieses, was ich da drin habe,
abgebrochen hat, aber war nur halb so wild. Weil er mir das ausgeworfen hat hier. Frosch. Dann haben wir das, dann haben wir das. Kleber ist da. Ich weiß, ich soll nicht so viele Fackeln setzen, aber man kann einfach besser gucken. Ich sollte unten vielleicht nochmal ein paar Fackeln setzen. Ja gut. Ein bisschen Schiss, dass ich runterfalle. So, dann haben wir hier unsere Nahrungskiste. Hau mal. Ich krieg gar nicht alles rein. Ich sortiere mal kurz die. Achso, warte. So. Kriegen wir alles? Nicht mal, okay. So, dann. Ja, also es hilft halt nichts. Wir müssen. Oh, wie viel Maiskolben ich habe. Wir müssen ein bisschen sortieren. Da kommen wir nicht drum rum. Machen wir hier unten. Obwohl. Hier oben kommt halt die Nahrung hin. Und hier unten sonstiges. Zack. Ich habe letztens gesehen, da hatte Zuchamp, aber das war in der Mod, vorher eine Tablette genommen und gegessen und trotzdem eine Lebensmittelvergiftung. Ich glaube aber, das lag an der Mod. Zack. Samen kommen hier unten hin. Die werden wir in der Regel ja auch direkt wieder einpflanzen. Lass uns mal das so machen. Sorry nochmal fürs Umsortieren. Es kann sein, dass die Folge heute offensichtlich langweilig wird. Aber es gibt ja auch genug, die sagen, Alter, sortier das mal so und so. Dann könnt ihr das mal gucken und entscheiden. Kaffeebohnen machen wir einzeln. Der Seite kommen Getränke hin. Der Seite kommt Essen hin. Schimmliges Essen werden wir wahrscheinlich nicht essen wie die Sandwicher. Zack, oh, reicht die überhaupt? Schon so eine große. Ah, Schnee werden wir nicht so viel sammeln. Zack. Zack. Zack, wie viel Hunger haben wir? Ah, wir haben die andere Kiste, da müssen wir auch noch relativ viel Nahrung drin haben. Was kommt da nicht rein? Aloe ist Medizin, das kommt da auch nicht rein. So, dann brauchen wir nämlich auch eine Medizinkiste. Das ist Essen. Also, warte mal. Muss das anders sortieren, ey. Kommt der hinten und vorne nicht hin. Von der Menge. Wenn ich mir das so schön sortieren will. Der eine oder andere, der mich länger kennt, der wird sagen, Alter Grunschi. Das ist ja. Also so schick. Das haben wir ja schon lange nicht mehr so von dir gesehen. Und dann sage ich, jo, freu's, ne? So, so. Trübes Wasser. Wahrscheinlich muss ich hier einfach noch mal ein paar andere Sachen raussortieren, ob die Samen hier reinpassen. Immer davon nur zwei. So. Huch. Gut. Krass, wenn die Leute im Stream werden erstmal staunen und sagen, Alter, Gonji, du kleine
Du kleine Sortiermaschine, was ist aus dir geworden? Was ist passiert, Conchi? Warum? Warum machst du das? So, Heilungssachen. Warte mal, ich hole. Ja, pass auf, ich nehme erstmal die Heilungssachen. Die nehmen wir einmal raus. Ja, Neset gehört da nicht so wirklich rein. Zack. Zack. Und dann kümmern wir uns gleich einmal ums Fahrrad. Ich weiß gar nicht, ob ich genügend Erfahrungspunkte habe. Ich pack das mal zur Heilung, auch wenn es da nicht wirklich hinkommt. Ich habe immer Nitratpulver da auch mit reingepackt, auch wenn es eigentlich auch mehr zum Waffengedöns passen könnte. Zack, zack, zack. Hier haben wir ein Rad, es fehlt uns eins. Das werden wir da auch mit reinpacken, solche Tränke. Wobei, das packe ich zum Händler mit rüber, damit ich das nicht vergesse. Okay, also Heilsachen, glaube ich, haben wir damit. Das kommt gleich einmal rüber. Hier unten packen wir das hin. Zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ich hoffe, ich vergesse das nicht, aber... So. So, dann ist nämlich hier auf der... dann müsste das auch noch darüber. Dann sind hier rechts die fertigen Sachen. Auch fertig. Und hier so die Nutzsachen, mit denen man noch irgendwie was anfangen kann. So, wir haben noch Nägel. Die Nägel habe ich jetzt so ein bisschen umsonst gemacht. Ich glaube, ich kann mir das merken, dass hier die Medizin ist. Aber die konnte man doch irgendwie... Da muss ich, glaube ich, noch Mods für finden. Irgendwie beschriften. Ein Punkt. Scheiße. Intelligenz Level 2. Versuchen wir das hier zu zerstückeln. Okay, wir müssen so oder so hier auf 2 gehen. Weil wir brauchen Fahrzeuge. Wir müssen gucken, dass wir nachts mit den Fahrzeugen uns von einem Ort zum anderen Ort irgendwann bewegen können. Und das können wir halt nur hiermit. Und von daher müssen wir so oder so auf Intelligenz gehen. Das hilft nichts, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Gut. Die Pfeile behalten wir. Und das nehmen wir erstmal nach wie vor als Prühlkiste. Wie spät ist das? 2 Uhr. Könnten noch schnell eine Waffenkiste eigentlich anstellen. Zack, zack, zack. Eine Waffenkiste relativ wichtig. Steht das über? Nee. Ich will die Lücke eigentlich behalten. Damit ich da durchschießen kann. Wenn ich es darauf stelle, dann fehlt mir die Lücke. Okay, so, das kommt erstmal wieder hier hin. So, dann können wir nämlich die überschüssige Munition und solche Sachen, die dazugehören. Und Mods, würde ich sagen. Hier ist schon verändert. Kohle packe ich da auch immer mit rein. Munition ist klar. Dann haben wir schon mal ein bisschen übersichtlicher. Wir die Sachen einfach schneller in den jeweiligen Sachen hier. Gut. Zack. Ich glaube, das wird nicht reichen. Hier die Herstellungssachen wieder.
Runden vielleicht einfach die Mods nebeneinander. Das reicht. Ah, ich hätte so rum machen, ja, ich sehe schon den Fehler. Ey. Fertige Waffen. Weil wenn ich jetzt immer hoch schicke, fängt er da mit dem Stack an, aber ist auch egal. Hier fertige Waffen. Können wir leider nicht verkaufen, aber ich will die auch nicht weggeben. Ausrüsten wollte ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich wollte auf Verändern gehen. Wir haben halt hier zwei Mods drin. Ich glaube, die kann nochmal interessant stark werden. Aber we will see. So, den Speer brauchen wir, glaube ich, nicht. So, und hier unten die Mods. So, dann haben wir das schon mal relativ gut. Das Ding fertig. Das Ding ist leider schon wieder fast kaputt. Ich überlege, ob ich ein Reparaturkit mitnehme. Weil das will ich schon ein bisschen aufbrauchen. So, wir brauchen das, wir brauchen das. Wir brauchen das für die Sicherheit, wenn die Hunde kommen. Also wenn wirklich jetzt nochmal Hunde kommen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein zweites Rad. Ich glaube, das kriegen wir nur aus Autos raus. Die Kiste ist leer und das ist nochmal so ein bisschen Müllkiste. Und dann hole ich gleich nochmal Sachen rüber. Weil bevor wir Sachen rüberholen, werden wir die Sachen hier auf jeden Fall nochmal verkaufen. Wir gucken beim Händler nochmal. Ob wir Essen vielleicht kaufen müssen. Ich glaube aber nicht. Das essen wir jetzt einmal auf. Kaffee, also wir haben hier diese Energy-Push-Getränke, viel zu wenig. Viel zu wenig. Gut, das kommt hier wieder hoch. Was kommt da rein? Den Platz für die Lockpicks lasse ich mir auch. Und hiervon verkaufen wir nichts, ne? Das kann ich noch rüber in die Forge legen. Beziehungsweise in die Forge-Kiste. Ich glaube, das können wir. Ich glaube, das kann man einschmelzen. Oder gibt es dafür ein Rezept? Ah, okay. Das ist für mich auch so ein Fertigungszeug aus der Forge heraus. Also das kommt für mich hier rein. Hier könnte ich vielleicht sogar generell sonst das Zeug, also diese Mechanics reinpacken. So, ich wollte mal gucken, kann man das einschmelzen? Was wird das? Sand. Okay. Na komm, mach. 44, ein noch. Warte, wir packen das da drüber rein. So. Zack. Gut, ab zum Händler. Gucken wir mal, ob die Hunde noch da sind. Ich glaube nicht, aber. Wer weiß das schon? Oh, scheiße, ich muss hier das Ding wieder ausmachen. Tag 6. Also, ich werde auf jeden Fall im nächsten Livestream die erste Horde haben. Das finde ich cool. Fuck, der hat noch gar nicht auf. Auch gar nicht so einen Stress machen. Können die Sachen ja einmal rüberbringen. Das werden wir verkaufen. Das werden wir verkaufen. Die, was kriegt man dafür? 14.
Schmelze ich ein, ich habe kein Eisen. Das werden wir verkaufen. Okay, dann. Warte mal. Take all. Nicht ganz. Okay, jetzt schleichen wir quasi zurück. Gut. Das heißt, wir müssten. Ich glaube, bis zur Horde schaffe ich das mit dem Fahrrad nicht. Weil wir noch zu viele andere Baustellen auch haben. Dazu gehört zum Beispiel die Mats fürs Fahrrad, aber auch die Erfahrungspunkte. Dafür müssen wir halt theoretisch questen. Könnten wir machen? Müssen wir mal gucken, was er für Quests hat. Quest fühlt sich gut an jetzt komm. Vom Fortschritt her. Och, ist nicht mein Ernst. Ist nicht mein Scheiß Ernst, oder was? Gut, ist egal. Den wollten wir da lassen. Boah, bin ich ein Honk, ey. Genau falsch rum gemacht. Erstmal klarkommen hier mit dieser Sortierfunktion, die übrigens mega ist. Das ist richtig geil. Ist mir egal, dass es jetzt so ist. Warte. So. Das gehört hier hin. Das ist eine Waffe für mich. Das wird verkauft. Okay. So. 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 Was war das denn hier nochmal für ein Trank? EP-Zuwachs. Okay, wenn wir mal. Ja, könnte man bei der Hordennacht machen, ne? Aber erst wenn wir ordentlich Schusswaffen haben. Kenne ich gar nicht mehr. Bla. Eine Tat von Folge, diese Kategorie. Hoffentlich hältst du dich am Leben. Was ist denn das? Boah, also ohne Fahrrad never ever. Da werden wir nicht rein. So, die Axt. Boah, ich weiß jetzt nicht, ob die Idee schlau ist, aber ich schmelze mir jetzt ein. 3 Minuten. Gut, Essen habe ich hier noch gesehen. Zack. Zack, zack, fertig essen. Samen. Oh ne, Eier. Essenskiste ist kacke. Gefällt mir noch nicht. Zack, 1 Minute, sehr gut. Zack, zack, das nehmen wir mit. Das lassen wir noch hier. Und dann können wir zum Händler. Zack. Die nehme ich jetzt noch nicht. Das nehme ich. Ja, wenn wir irgendwas Geiles, Teures da drin finden. Aber ich meine, wir haben eh Restock erst Tag 7, glaube ich. Meine 7. Stand bei ihm. So, was mit den Hunis? Kurz ausruhen. Ich sehe keine. Die sind höchstwahrscheinlich schon despawned. Ist wahrscheinlich schon despawned und ich sehe einen Wolf da hochspringen. Mal gucken, was er hat. This better be good. Was für ein Scheißköter, Alter. Wir haben sau viel Schießpulver.
teuer. Ich finde das ganz schön teuer. Und trotzdem 20. Weil ich's kann. Ich glaube, ich nehme auch die beiden. Zwei Seiten mehr nicht. Okay. Gut. Verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Ich habe hier noch Blei. Okay. Tag 7. Hast du irgendwelche Aufgaben? Abholen? Ist mir gerade alles ein bisschen zu dicht an den Wölfen dran. Wobei. Wenn ich die Wölfe töte. Also ist es einer oder zwei? Das ist halt die Frage. Ich könnte mich auf. Moment. Ich kann mich auch hier raufstellen. Ich muss ja gar nicht rausgehen. Ich bin gerade auf. Ich töte den einfach von hier oben. Richtig? Kriegt das ja nie auf. Der hat sich hier drin verfangen, alles klar. Guck mal. Ich das so hin? Nee, ich treffe den nicht. Kriege ich das von hier hin? Ja, sehr gut. Gut, ohne Risiko schön Leder und Fleisch bekommen. So mögen wir das. Gut, dann kann es aber auch keine Hundehorde gewesen sein. Die Frage, die ich mir nur noch stelle. Ist der zweite Wolf, den ich hier gesehen habe, noch da? Ja. Komm her. Den Schwanz gesehen. Gut, war jetzt relativ teuer. Wenn man das mal so ins Verhältnis setzt. Ich habe ja 10 Schüsse auf die abgesetzt. Beziehungsweise habe so viel Munition wie vorher. Ich muss erst mal gucken. Ist auch wirklich der. Ist wirklich auch nur 2 waren. Dass hier noch ein dritter kommt. Hab ja glaube ich 400. Ich glaube 400 Münzen ausgegeben, ne? Ich glaube, ich habe eben beim Händler 400 Münzen bezahlt. Okay. So. Wir haben reichlich Fleisch. Ein Zombie, gut. Aber ein leeres Vogelnest, das kriegen wir leider nicht kaputt. So, wir haben den kompletten Loot. Und wir haben ja irgendwo eine Quest. Da oben. Ich glaube, nee, wir waren im Schneebiom. Ich wollte gerade sagen, ich glaube schon wieder. Aber schon wieder nicht. Es lohnt sich, das noch nicht zurückzubringen. Ah, Quest, Eisen. Boah. Ich weiß gerade echt nicht, wo ich meine Priorität setzen soll.
würde sagen, eigentlich Erfahrungspunkte, um ein Fahrrad zu bekommen. Oder Eisen, um besseres Werkzeug zu bekommen. Boah, Kacke, Alter. Ich bin total unentschlossen gerade. Ich glaub, loot-technisch sind wir eigentlich ganz gut voll. Da ist gar keiner mehr, okay. Ein Wolf auch nicht, auch gut. Ich glaube, wir machen erstmal diese Quest. Wenn Trader Joe sagt, ich soll hier was abholen, dann machen wir das gefälligst auch. Nehmen wir ein bisschen Loot mit. Und müssen auf jeden Fall da so eine Aufbewahrungskiste hinstellen. Da ist so ein dicker Louis. Die halten immer ganz gut aus, die Jungs. Jetzt ist die Frage, das werden wir aber wahrscheinlich dann im Livestream beantworten, ob es super schlau ist, und ich glaube ja, aber ich finde das immer so ein bisschen komisch, ob man dieses Haus zweimal lootet. In den Kommentaren könnt ihr raten, aber ihr werdet, also der Stream wird immer davor stattfinden. Also, ja. Ich werde eure Entscheidung leider nicht mehr einbeziehen können. Müssen wir was essen? Müssen wir nicht. Schaufel könnte sein, dass wir das da drin brauchen. Ich glaube, es macht immer Sinn, erst zu looten, auch wenn es komisch ist. Und dann das Haus nochmal zu resetten. Kriegst halt einfach zweimal Loot aus so einem Haus. Was schon ziemlich nice ist. Was denke ich? Habe ich Angst vor. Gut, aber wir sind am Ende einer Folge angekommen. Gar keine so kurze Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem des vielen Sortierens Spaß gemacht. Und ja, bis zur nächsten Folge, ne? Also dann wieder Livestream mit Cam und so. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Bis dann. Tschüss, tschüss.